Der Season 5 Blogpost ist da für DMZ, den Max Action Looter Shooter Modus von Call of Duty. Und zwar gibt es wieder viele neue Sachen, neue Waffen, eine Map-Erweiterung am Koscher-Komplex, neue Items und. Aber vor allem scheinen die Fraktionen jetzt nochmal eine viel wichtige Rolle zu spielen in DMZ für Season 5. Aber fangen wir mal locker flockig an. Und zwar kommen zuerst mal zwei neue Fahrzeuge. Und zwar das M-Rap, heißt das so. Das ist das Mine Resistant Ambush Protected. Also sozusagen ein Minenfahrzeug. Super langsam, fette Panzerung, Geschütztürme sind oben drauf. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es wirklich in der DMZ fahren wird. Allerdings das zweite Fahrzeug, das Dirt Bike, also ein Motorrad, das wird es auf jeden Fall in der DMZ geben. Es ist schnell, soll enge Kurven, angeblich auch Wheelies fahren können. Und es passen zwei Operators drauf. Und zwar diesmal wirklich nur zwei Operators. Also anscheinend kann man sich hier nicht mit draufstellen als dritter und vierter Operator. Also auf jeden Fall ein neues und sehr schnelles Fahrzeug. Und damit kommen wir auch schon direkt zum Hauptthema, und zwar die Fraktionen. Es ist so, Achtung, Achtung, Al-Masra, Ashika Island und Wondel werden angegriffen, und zwar von der Conny-Fraktion. Jawohl, das ist die neue Gefahr, und zwar haben sie auch teilweise Areale eingenommen. Da reden wir zum Beispiel von dem Al-Masra-Areal, genauer gesagt dem Koscher-Komplex, und zwar ist es wohl so, dass sämtliche Kartellmitglieder im Koscher-Komplex niedergemetzelt wurden und von Conny eingenommen wurden. Also das ganze Areal ist jetzt sozusagen unter der Herrschaft von der Conny Group. Und die Conny Group hat hier weitere Tunnel gefunden. Also anscheinend gibt es eine Map-Erweiterung im Koscher-Komplex. Supergeil. Ich liebe ja den Koscher-Komplex. Und ich liebe G21. Und G21 wurde ebenfalls an Conny verloren. Also auch hier scheinen jetzt die Shadow Company einen Rückzug angetreten zu haben. Und das Coole ist, sie sagen, wir müssen das Ganze zurückerobern. Jetzt ist es so, dass dieser Angriff jetzt zu Veränderungen in den Kämpfen führt. Und zwar unterscheiden sie jetzt zwischen zwei Arealen. Und zwar einmal das Areal, in dem Fraktionskämpfe stattfinden. Das heißt, die sozusagen oder die sogenannte aktive Kampfzone. Hier ist es so, dass Fraktionseinheiten gegeneinander kämpfen. Und ja, das scheint hier ein bisschen heißer zu sein, ein bisschen gefährlicher zu sein. Und deswegen kann man hier auch mehr Loot finden, wertvolleren Loot und mehr Loot. Dagegen in Arealen, in denen nur eine Fraktion vor Ort ist, sogenannten Single Fraction Areas, hier finden wir weniger Loot und nicht so wertvollen Loot. Also sehr, sehr interessant, wie hier nochmal unterschieden wird durch diese Fraktionskämpfe. Areale, die verändert werden und der Loot, der sich in diesen Arealen verändert. Sehr, sehr interessant. Dadurch, dass die G21 ebenfalls an Conny verloren wurde und sie zuvor von der Shadow Company gehalten wurde, sagt man jetzt, wir sollen gemeinsam mit der Shadow Company gegen die Conny Group vorgehen. Also noch besser gesagt, die Shadow Company gehört sogar zur Familie. Also ganz konkret, Feuer gegen die Shadow Company soll ab jetzt nicht mehr eröffnet werden. Das bedeutet, wir sollen nicht mehr gegen KI-Einheiten schießen, solange es KI-Einheiten der Shadow Company sind. Super krass, also sozusagen jetzt eine neutrale bzw. eine befreundete Fraktion. Bin sehr, sehr gespannt, wie das Ingame aussehen wird, wie man das Ganze dann im Eifer des Gefechts unterscheiden soll. Es heißt aber wirklich auch, dass Friendly Fire nicht toleriert wird. Also es scheint stark bestraft zu werden, wenn wir auf KI-Einheiten der Shadow Company schießen. Was natürlich auch dazu kommt, sind neue Missionen, neue Dailies und neue Aufgaben in der FOB, also in der Forward Operation Base, also unserer Heimatbasis. Das ist ja so, dass wir zurzeit schon relativ viele Items sammeln müssen. Das ist ja eine Grundeigenschaft eines jeden Section-Loot-Shooters und das scheinen sie jetzt auszubauen. Ich bin gespannt, wie sehr sie das ausbauen, ob sehr viel dazu kommt, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, weil es ja viele Leute von euch begeistert, mich auch, also dieser Sammelaspekt. Das ist schon eine interessante Sache. Bin gespannt, ob sie jetzt ein wenig mehr Content reinhauen, was die FOB angeht, oder sehr viel mehr Content. Was aber auf jeden Fall kommt, sind neue Items, und zwar das sogenannte Disguise Field Upgrade. Das ist diese Maske, mit der wir uns gegen KI verstecken konnten. Also die KI hat uns nicht direkt erkannt. Diese Maske war sehr, 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 sehr selten. Teilweise auf Wondel zu finden, teilweise auf Al-Masra. Und jetzt ist es so, dass wir diese Disguise-Maske direkt bekommen. Und zwar am Anfang einer Runde können wir sie ausrüsten als Field Upgrade. Das heißt, wir können sozusagen direkt, vor allem als Solospieler, in Runden reingehen und ja, viel, viel unbemerkter über die Map laufen, was ziemlich krass ist. Außerdem gibt es weitere Items, das Battle Revive. Das ist ein Wiederbelebungs-Item mit einem Rauschmittel. Das heißt, wir heilen uns mit diesem Mittel viel, viel schneller. Und sobald das Rauschmittel wirkt, ist es auch so, dass wir viel, viel länger rennen können. Also die taktischen Sprints halten viel, viel länger an.
Dann gibt es die Wiederbelebungsbox. Das ist eine Box, genauso wie die Plattenbox beispielsweise, wo wir Platten kriegen. So kriegen wir hier Wiederbelebungen. Also gerade im Team, wenn jemand diese Wiederbelebungsbox hat, sehr, sehr, sehr starkes Tool wahrscheinlich in Zukunft, dass das ganze Team Wiederbelebungen kriegt. Ziemlich krass. Und wir kriegen eine Sauerstoffgasmaske. Das heißt, diese Gasmaske hat die Funktion einer herkömmlichen Gasmaske plus die Funktion einer Sauerstoffflasche. Das heißt, wir können mit dieser Gasmaske auch tauchen. Dann reden sie kurz über das Event, das Reveal-Event. Also hier geht es um Modern Warfare 3, um das neue Call of Duty. Wir haben ja schon vier Leaks gehabt. Was sie jetzt konkret sagen hier ist, dass chemische Waffen in Zusammenarbeit mit der Shadow Company gesichert werden müssen. Und dazu wird dieses Bild hier gezeigt vom Observatorium auf Al-Masra. Und ja, wir wussten ja vorher auch schon, dass auf Al-Masra etwas passieren wird, dass es einen Untergrund geben wird unter dem Observatorium und dass wir da einen Kanister extrahieren müssen. Also das scheint hier bestätigt zu werden. Die Leaks scheinen wirklich wahr zu sein. Ein Event kriegen wir natürlich auch zu Season 5 und zwar wird es ein Fraktionsevent. Ja, im Zuge dessen, dass die Fraktionen so eine große Rolle spielen, wird auch das Event eine große Rolle spielen mit den Fraktionen. Und zwar ist es so, dass es einen Waffenstillstand geben wird am 4. August und wir als Spieler müssen uns für eine Seite entscheiden. Klingt ziemlich cool. Das heißt, wir entscheiden uns für die Shadow Company oder für die Task Force 141. Und wenn wir uns für eine Seite entschieden haben, müssen wir für diese Seite 50 Operator-Abschüsse erzielen. Als Belohnung kriegen wir dann Battle Pass-Token, Fahrzeugskins und auch einen Waffenbauplan, ziemlich cool. Und on top, die Gewinnerseite, die bekommt zusätzliche Belohnungen und zwar einen weiteren Operator-Skin, je nachdem, welche Fraktion gewinnt, kriegt man da einen speziellen Operator-Skin. Man bekommt eine universelle Waffentarnung, also eine Waffentarnung für alle Waffen und weitere Battle Pass-Token und so weiter und so fort. Dann wiederholt sich aus den letzten Seasons auch wieder Battle Pass, also wir kriegen wieder mal einen Black Cell Battle Pass für knapp 30 Euro. Wir kriegen ein paar neue Waffen, unter anderem das Sturmgewehr, die FR Avenger. Dann kriegen wir das Scharfschützengewehr, das Karak.300. Ein wenig später in Season 5 werden wir die M13C bekommen, das ist das Pendant zu der M13B im anderen Kaliber, also auch ein Sturmgewehr. Und ja, wir kriegen weitere drei Waffen, eine SMG, also eine Maschinenpistole, dann eine einfache Pistole und eine Nahkampfwaffe, und zwar wird das eine Spitzhacke. Für wen das jetzt wichtig ist, die Operator werden ebenfalls erweitert, wir kriegen sechs neue Operators, und zwar Oz, Graves, Arthur, die liebe Mila, Velikan, a.k.a. Pelikan und den Maze. Außerdem wird das 50-jährige Bestehen des Hip-Hops gefeiert und dazu kommt Snoop Dogg wieder auf den Plan. Also wir kriegen, wie im letzten Warzone, auch einen Operator-Skin mit Snoop Dogg, Shizzle in the Nizzle und im weiteren Verlauf von Season 5 wird Nicki Minaj ebenfalls dazukommen. Auch da haben die Leaks gestimmt. Nicki Minaj wird ebenfalls als Operator in das Spiel reinkommen. Das wird ziemlich krass, wenn sich über die Map rennt. Stellt mir auch lustig vor. Außerdem bekommen wir Songs geschenkt, Einlog-Belohnungen und. Also dieses Event scheint so schon ein bisschen auszukosten. Und wir kriegen 21 Savage. Der wird auch dazukommen, wird hier aber noch nicht gezeigt. Das Maximallevel wird auf 1050 erhöht. Und wieder mal gibt es eine Belohnung für das Erreichen des Maximallevels, und zwar die Castor 74U. Ein Waffenbauplan für den Nahkampf wird gesagt. Also das kriegen wir dann, das kriegt jeder geschenkt, sobald das Maximallevel erreicht wurde. Ja, und damit sind wir mit diesem ersten Blogpost auch schon durch. Wie immer werden sie uns jetzt nicht alles gesagt haben. Das heißt, spannend wird das mit den Fraktionen. Wie soll das funktionieren? Dass wir bestraft werden, wenn wir Shadow Company Einheiten angreifen. Wie kann man das gut unterscheiden? Das wird sehr, sehr spannend. Dann die Tatsache mit der erweiterten Basis, dass wir da mehr Sammelobjekte kriegen werden. Sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie intensiv sie das erweitern. Ob ein Riesenberg dazu kommt oder nur ein ganz kleines bisschen. Und dann ist noch super spannend, was im Blogpost nicht erwähnt wurde, was aber möglicherweise kommen wird, und zwar ein Tag-Nacht-Wechsel. Wir sehen nämlich in einem Video von Call of Duty, was sie einen Tag vorher gepostet haben, dass die Sonne untergeht. Und wir haben ja bereits schon mal so einen Hinweis bekommen, dass es eine Nachtmap geben könnte. Da war Wondel auch sehr stark im Gespräch und auch hier wird wieder Wondel gezeigt. Also möglicherweise kriegen wir Wondel als Nachtmap oder wir kriegen vielleicht endlich den lang erwarteten Tag-Nacht-Wechsel, respektive dynamisches Wetter und Co. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bin gespannt auf die nächsten News. Übrigens geht es natürlich los am 2. August, wer das nicht weiß.
2. August um 18 Uhr. Ich werde auf jeden Fall live sein. Sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.